Auslassungen und Kontinuitäten nach 1945 zum Umgang mit den Verbrechen der Nationalsozialisten in Österreich und Deutschland. Im Namen des Projekts Posseter Starom Saimisch begrüße ich Sie herzlich zu dieser Veranstaltung. Ich bin Rena Rädle und zusammen mit Neboj Šamilikić Koordinatorin an diesem Projekt, das nun schon 3 Jahre im REX organisiert wird und derzeit von der Rosa-Luxemburg-Stiftung unterstützt wird, der ich bei dieser Gelegenheit auch ganz herzlich dafür danken möchte, genauso wie der Equipe aus dem REX, mit der ich sehr gern hier arbeite. Zu meiner Rechten sitzen ein paar von unseren Mitarbeitern, Freunden, Assoziierten des Projekts Posseter Starom Saimisch. Und wir werden uns dann, wie auch Sie, in der Diskussion oder in der Zeit nach dem Vortrag, wenn wir Fragen stellen, ein bisschen einmischen. Unsere Veranstaltung hat gestern begonnen mit der Projektion des Films »Das falsche Wort« über die nicht erfolgte Wiedergutmachung an den deutschen Sinti. Einige von Ihnen waren ja auch da. Melanie Spitter und Katrin Seibold, eine Sintetza und eine deutsche Filmemacherin, erforschten 1987 in Interviews und Archivrecherchen die Familiengeschichten Überlebender Sinti. Den Film haben wir auch deshalb gezeigt, weil er für unser Projekt methodologisch interessant ist, denn die Form der öffentlichen Recherche, in der wir als historische Subjekte selbst Gebrauch von der Geschichte machen und damit ihre Erforschung und Interpretation nicht ausschließlich den Experten aus Wissenschaft und Politik überlassen, ist, so denken wir, gerade in der Zeit des staatlichen Geschichtsrevisionismus nicht nur in Serbien relevant, besonders relevant. Als aktuelles Beispiel kann uns die Staatsfeier anlässlich der Überführung der Gebeine von Knez Pavle am gestrigen Tag dienen, zu dessen Amtszeit 1940 die ersten antijüdischen Gesetze eingeführt wurden. Während sich die meisten unserer Veranstaltungen mit Problematiken der serbischen und jugoslawischen Geschichtspolitik und Erinnerungskultur beschäftigten, untersuchen wir heute deutsche und österreichische Erinnerungspolitiken in Bezug auf die Verbrechen der Nationalsozialisten und werden diese im Hinblick auf Kontinuitäten und blinde Flecken abtasten. Kontinuitäten nach 1945, was ist damit gemeint? Dass sowohl in Deutschland als auch in Österreich Nazis weiter in öffentlichen Stellen und insbesondere für Polizei und Geheimdienste arbeiteten, wird in den letzten Jahren in beiden Ländern vermehrt öffentlich thematisiert. Einer davon war der Entwickler des Gaswagens Walter Rauf, gegen den ein Haftbefehl wegen mehr als 90.000-fachen Mordes vorlag. Er wurde 1985 vom BND, also vom Westdeutschen Bundesnachrichtendienst, angeheuert und arbeitete, wie letztes Jahr bekannt wurde, bis 1972 in Chile für den Westdeutschen Geheimdienst. Dass nicht nur die Altnazis, sondern auch die Neonazis in Deutschland mit dem Geheimdienst aufs Engste verbunden sind, ist bei den Untersuchungen zu der rassistischen Mordserie der NSU, das ist der sogenannte nationalsozialistische Untergrund, in Deutschland in diesem Jahr mehr als deutlich geworden. Aber
Ich denke, genauso schwerwiegend und vielleicht noch wichtiger für unsere Analyse hier sind die Kontinuitäten der ideologischen Konstrukte, die sich im Faschismus gebündelt haben und die trotz der militärischen Unterwerfung der faschistischen Staaten weiterhin existieren. Es sind unter anderem die ideologischen Konstrukte des Rassismus oder Kulturrassismus, des Antisemitismus und des Antiziganismus. Über Letzteres, die Kontinuität des Antiziganismus in der Erinnerungspolitik und in der Entschädigungspolitik, werden wir heute einen Vortrag von Katrin Herold hören. Katrin wird dabei besonders darauf eingehen, welche Rolle KZ-Gedenkstätten in den politischen Kämpfen der Roma und Sinti in Deutschland gespielt haben. Katrin Herold, die hier neben mir sitzt und über die ich mich sehr freue, über ihr Kommen freue ich mich sehr, arbeitet an der KZ-Gedenkstätte in Neuengamme in Hamburg sowie an dem Denkort Bunker Valentin. Sie ist als Aktivistin Teil des Netzwerks Alle bleiben, ein Netzwerk, ein Zusammenschluss von Gruppen, die gegen Abschiebung von Roma ins ehemalige Jugoslawien kämpfen, also auch unter anderem auch nach Serbien. Sie hält auch Workshops zum Thema Antiziganismus, in denen es darum geht, eine Auseinandersetzung mit den historischen und mit den aktuellen Formen von Ausgrenzung und Rassismus gegen Roma anzuregen. Ich würde dich jetzt bitten, zu übernehmen. Vielen Dank und guten Abend. Ja, vor genau einer Woche waren in meiner Heimatstadt Bremen, das ist im Norden Deutschlands, zwei Frauen aus Belgrad zu Gast, und zwar vom Minority Center. Und ihr Auftrag oder der Grund ihrer Einladung nach Bremen war, um immer ein aktuelles Problem zu referieren, nämlich den Zusammenhang von Abschiebungen von Roma aus Deutschland und eben den neuen Verschärfungen der Reisefreiheit trotz visafreier Einreise in die Schengen-Staaten. Ich denke, das ist weitestgehend bekannt hier, während die deutschen Behörden Roma, auch wenn diese schon 10, 15, 20 oder noch mehr Jahre in Deutschland leben, nach Serbien abschieben, sind ja eben die Lebensbedingungen für Roma hier nach wie vor alarmierend, und das ist weder hier noch in Deutschland oder im Rest der EU ein großes Geheimnis. Doch, da eben sowohl ein humanitäres Bleiberecht als eben auch die erneute Rückkehr nach der Abschiebung unerwünscht ist, wird Druck auf Serbien ausgeübt, um die Zahl der Neuanreisen und Asylanträge zu verringern. Und genau diese Aufforderung mündet letztlich wieder einmal in einem Generalverdacht gegen Roma. Sie werden kriminalisiert, und auch das ist eine sehr bekannte, eine sehr alte Strategie. Nun bin ich eben heute hier in der umgekehrten Richtung nach Belgrad eingeladen, worüber ich mich auch sehr freue, und ich empfinde es auch als eine Chance des Austausches, also auch von meiner Seite. Und ich spreche hier aus einer mehrheitsgesellschaftlichen deutschen Perspektive, und ich will sprechen über Gedenkkultur und erinnerungspolitische Praxen in Bezug auf den Genozid an Roma und Sinti der Nationalsozialisten. Und ich habe bewusst diese Einleitung so begonnen, denn ich sehe da eine ganze Menge Verknüpfung zwischen der Situation heute und eben dem Umgang mit der Vergangenheit, also eben dieser besagten Gedenkkultur. Ja, noch in diesem Monat, im Oktober, am 24. Oktober, wird in Berlin an prominenter Stelle zwischen Brandenburger Tor und Reichstagsgebäude ein Denkmal für die ermordeten Sinti und Roma eingeweiht. Endlich ist es soweit. Eine der längsten Denkmalbaustellen wird beendet und es kommt zur feierlichen Eröffnung. Es gab bereits 1999 einen parlamentarischen Beschluss, dass dem Denkmal für die ermordeten Juden Europas, dem sogenannten Stelenfeld in Berlin, Denkmäler für weitere Opfergruppen zur Seite gestellt werden. Und so wird zum Beispiel seit 2008 eben auch im Zentrum Berlins an die homosexuellen Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Das Dokumentations- und Kulturzentrum in Heidelberg und der Zentralrat Deutscher Sinti und Roma
Das ist die offizielle Vertretung für deutsche Sinti und Roma. Die laden nun anlässlich dieser Eröffnung zu einem kulturellen Rahmenprogramm ein. Und es trägt den Namen Denkmal weiter, was ein Wortspiel ist in deutscher Sprache, denn in dem Begriff Denkmal steht eben zugleich die Aufforderung, nachzudenken, beziehungsweise in dem Kontext auch weiterzudenken. Und das Kulturzentrum Deutsche Sinti und Roma und der Zentralrat, also die Veranstalter, das sind noch mehrere andere Unterstützer dabei, die nehmen auch eine ganz eindeutige Aktualisierung von Geschichte vor und schreiben folgendermaßen, und ich will das zitieren: Der NS-Völkermord an den Sinti und Roma wird in der deutschen Öffentlichkeit nach wie vor nur unzureichend diskutiert. Genau wie Geschichte und Gegenwart der Sinti und Roma, die noch heute täglicher Diskriminierung ausgesetzt sind. Der zunehmende Rassismus in Europa bedroht jedoch nicht nur Sinti, Roma und andere Minderheiten, sondern die europäischen Werte an sich, deren Kern die Menschenrechte sind. So viel zu diesem Rahmenprogramm. Gedenkkultur genießt in Deutschland mittlerweile eine hohe Akzeptanz, sie ist sogar ein Exportschlager geworden. Viele Länder beziehen sich immer wieder positiv auf die vorbildliche Aufarbeitung. Repräsentative Denkmäler und Gedenkreden dienen jedoch in erster Linie dazu, gute Absichten zu zeigen. Ich denke, sie sind nicht gleichzusetzen mit Handlungen. Es werden eben weiterhin sehr feindlich behandelt, gerade in Deutschland Roma, diejenigen Roma, die mittellos sind, die auf der Flucht sind vor Armut und Ausgrenzung. Sie werden als Wirtschaftsflüchtlinge betrachtet. Also Armut wird nicht als Grund für eine Einreise oder als Grund für Asylsuche akzeptiert. Schuld sind die Menschen selber an ihrer individuellen Lage. Und noch viel weniger wird also die Situation mit einem strukturellen, gesamtgesellschaftlichen Problem in Beziehung gesetzt, dem Antiziganismus, also dem Grund für auch bestimmte Lebensbedingungen und Entwicklungen. Ich verstehe unter dem Phänomen Antiziganismus eine umfassende Konstruktionsleistung mit bis zu lebensbedrohlichen Folgen für die Betroffenen. Zu den stereotypen Eigenschaften, die von den Mehrheitsgesellschaften auf das Zigeunerbild, also ein Konstrukt, projiziert werden, zählen Arbeitsverweigerung, Faulheit, Bedrohung des Eigentums als Wert an sich, Nichtsesshaftigkeit, Naturverbundenheit, Unordnung, Leidenschaft und Freiheit. Und auch noch andere, aber ich denke, das sind die zentralen Stereotypenbilder. Solche Zigeunerbilder wurden und werden immer wieder neu, auch immer wieder ein bisschen anders, reproduziert in Filmen, in der Musik, in Medien, in Literatur, gerne auch in Kinderbüchern. Und seit mehreren hundert Jahren entstehen immer neue Verordnungen der Repression, die eben mit wenigen Ausnahmen die Gruppe sehr pauschal verdächtigen. Der Datenabgleich abgeschobener Roma über das Schengener Informationssystem und die Weitergabe dieser Informationen an die, sei es nun serbische, mazedonische oder andere Polizeien, ist da, denke ich, ein ganz aktuelles Beispiel für auch eine Form dieser Kontrollpolitik. Ich will noch mal kurz zurück zum aktuellen Zustand der Gedenkkultur, bevor ich mit dem eigentlichen Kern meiner Ausführungen weitermache. Ich habe schon gesagt, ein reines Gedenken an den Genozid wird heute kaum noch öffentlich in Frage gestellt. Seit 1994 findet alljährlich zum 16. Dezember eine Gedenkstunde im Deutschen Bundestag statt, um an das Datum des sogenannten Auschwitz-Erlass von Himmler zu erinnern. Das war der 16. Dezember 1942. Im letzten Jahr durfte erstmals mit dem Niederländer Johnny Weiss ein Sinto im Bundestag selber die zentrale Gedenkrede zum 27. Januar sprechen.
Der 27. Januar ist sozusagen der eigentlich wichtigste Holocaust-Gedenktag in Deutschland. Also auch da ist diese Opfergruppe jetzt offiziell angekommen. Also es wird wirklich sehr darauf geachtet, diesen zweiten Völkermord, wie er auch oft bezeichnet wird, bei Gedenkanlässen immer mitzuerwähnen, darauf zu achten, diesen jetzt eben auch immer zu benennen. Und was mir dabei aber auffällt, ist eine, ja, sehr, also es wird verwiesen auf die Gruppe der Toten, 500.000, so wird das oft gesagt, und es ist aber eine auffällige biografische Lücke festzustellen. Im Erinnerungsdiskurs tauchen bislang fast nur deutsche Opfer auf, also Sinti, was zahlenmäßig ein sehr viel geringerer Teil ausmachte. Die sehr viel größeren Opfergruppen kamen aus Osteuropa, Südosteuropa. Das ist natürlich auch eine Folge dessen, dass überhaupt die Erinnerungen, die Zeugnisse von den Betroffenen selbst in die Öffentlichkeit getragen werden mussten, was ein sehr schmerzhafter Weg war. Und diejenigen, die gestern den Film gesehen haben, konnten sicher genau damit, also konnten das ja sehr deutlich sehen. Ja. Außerdem werden im Rahmen von solchen offiziellen Gedenkanlässen eben in der Regel nicht die Strukturen der Stigmatisierung bis zur Vernichtung und die konkreten personellen Verantwortlichkeiten analysiert. Also so weit geht dann eben das Gedenken sowieso nicht. Roma und Sinti in der Bundesrepublik Deutschland sind aber nicht etwa seit vielen Jahrzehnten als Opfer des NS-Genozids einfach vergessen worden. Wir haben gestern in dem Film ja schon auch einige Qualitäten, einige Formen der Nachverfolgung gehört. Wenn also von Lücken der Gedenkpolitik die Rede ist, so meine ich damit die Kontinuitäten des Antiziganismus in Form von schlicht fortgesetzten Diskriminierungen, also einer weiteren kriminalpolizeilichen Erfassung, einer weiteren Kontrolle und verschiedenen Formen der Stigmatisierungen. Ich will das kurz skizzieren. Einmal sehr entscheidend war das Wirken der Bayerischen Landfahrerzentrale, eine Institution, die ihre Arbeit 1953 wieder aufgenommen hat. Sie hatte ihren direkten Vorläufer in einer Institution, die sich Zigeunerzentrale nannte. Grundlage dieser Zigeunerzentrale war ein Gesetz von 1926 mit dem Namen zur Bekämpfung von Zigeunern, Landfahrern und Arbeitsscheuen. Während des Nationalsozialismus wurde diese Zigeunerzentrale, also wieder eine Namensänderung zur Zigeunerpolizeistelle München, und diese, ja, eben sehr zentrale Zigeunerpolizeileitstelle, es gab verschiedene in verschiedenen Städten, die wurde dann 1938 in das Reichspolizeiamt in Berlin integriert und bekam den Namen, es sind fürchterliche Namen, aber ich will es trotzdem benennen, weil in diesen Namen auch immer einiges steckt sozusagen, Reichszentrale zur Bekämpfung des Zigeunerunwesens. Also genau in dieser Tradition bewegt sich nun eben die Bayerische Landfahrerzentrale, und es gibt ein neues Gesetz, was ja etwas abgewandelt ist, und das heißt nun eben Landfahrerordnung. Ja, weitere Aspekte sind eben die personellen Kontinuitäten. Da werde ich später auf ein Beispiel genauer eingehen. Personelle Kontinuitäten in Bezug auf Mitarbeitende der rassenhygienischen und bevölkerungspolitischen Forschungsstelle, also der neben der Polizei, der Kriminalpolizei, die zweite zentrale Täterverfolgungsinstitution im Nationalsozialismus. Diese wissenschaftlichen Mitarbeiter sind weiter in der Wissenschaft geblieben. Und einige von ihnen wurden auch in Behörden als Gutachtenersteller herangezogen, gerade auch, wenn es darum ging, Wiedergutmachungsanträge zu beurteilen. Ein weiterer Aspekt ist die ausgebliebene Entschädigung
zunächst auf Grundlage des bis 1963 gängigen Argumentationsverfahren der bundesdeutschen Gerichte, die eben die Zigeunerverfolgung der Nazis, also Zigeunerverfolgung, wieder als ein historischer Begriff, als kriminalpräventive Maßnahme gewertet haben und damit quasi nachträglich legitimiert hatten. Und eine Änderung im Umgang mit Entschädigungen setzte eben im Prinzip erst in den 80er Jahren ein, als nämlich dann, und das ist ein ganz wichtiges Datum, 1982 überhaupt das erste Mal Schmidt, also ein Mitglied der Bundesregierung, politisch ja, bekannte, dass die Bundesrepublik Deutschland eine Verantwortung trüge, nämlich in der Anerkennung des Völkermordes an Roma und Sinti. Und zwar, und das ist das Wichtige, eine Anerkennung als rassistische Verfolgung und eben nicht aus Gründen eines vermeintlich abweichenden Verhaltens der Verfolgten, was bislang eben nach wie vor der gängige Ton war. Der Kampf um gesellschaftliche Anerkennung hält bis heute an, aber dieses erste Etappenziel 1982, mit dem dann auch die Gründung von der Vertretung, also dem Zentralrat Deutscher Sinti und Roma einherging, das konnte auch eben erst als Folge von sehr hartnäckigen und ich nenne sie erinnerungspolitischen Kämpfen erreicht werden. Und ich möchte also von denjenigen Gedenkpraxen nun sprechen, deren Akteure Betroffene der NS-Verfolgung und ihre Angehörige und Nachkommen waren. Und, das wurde eingangs schon erwähnt, mich auf diejenigen beziehen, also es gab zahlreiche weitere Anlässe, Aktionen, Proteste, die ich jetzt gar nicht erwähnen kann. Ich möchte auf diejenigen Aktionen zu sprechen kommen, deren Austragungsort an KZ-Gedenkstätten war. Eine Bürgerrechtsarbeit, also in dem Sinne eine Selbstvertretung, eine Selbstorganisierung von Sinti und Roma, hat schon sofort 1945 begonnen. Es ging um Reintegration, es ging um soziale, medizinische und auch psychologische Unterstützung von Rückkehrenden aus den Lagern unter sehr schwierigen Bedingungen. Ein ganz häufiges Problem war nämlich die Wiedererlangung eines rechtlichen Statuses, da die Bundesrepublik Roma sehr häufig die Staatsbürgerschaftspapiere schlicht verweigerte, wenn sie eben nicht in der Lage waren, nachzuweisen, wo sie vorher gelebt haben. Das ist übrigens auch eine bekannte Praxis, die sich durch Geschichte und Gegenwart der Verfolgung von Roma zieht, also letztlich einfach auf einer Ebene von Legalität auszugrenzen. Mit Beginn der 70er Jahre fand eine erste Konsolidierung von Vereinen statt und so kommt es dann 1979 zu einer sehr wichtigen Etappe, nämlich zu einer ersten internationalen öffentlichen großen Gedenkveranstaltung. Und ich habe ein paar Bilder mitgebracht, um das mal zu zeigen. Diese Gedenkveranstaltung hat stattgefunden am 27. Oktober 1979 an der KZ-Gedenkstätte Bergen-Belsen. Der Titel war »In Auschwitz vergast, bis heute verfolgt«, also das steht hier auch auf dem Transparent. Ausgetragen war die vom Verband Deutscher Sinti und einem weiteren Dachverband, was im Prinzip die Vorgängerorganisation des Zentralrat Deutscher Sinti und Roma waren. Es wurde eine Gedenktafel angebracht an der Mahnmalsmauer, also eine erstmalige überhaupt Benennung des Völkermords an diesem Ort, also Benennung der Opfergruppe Roma und Sinti. Und der Vorsitzende Vinzenz Rose formulierte eben in seiner Rede die Forderungen des Verbandes. Und zwar ging es zum einen um die Anerkennung des Tatbestandes des Völkermordes an den Roma und Sinti und daraus resultierend eben eine Übernahme, eine Verantwortung für heute lebende Roma und Sinti.
Er forderte eine Entschädigung der Opfer, er forderte die Einbeziehung dieser historischen Tatsachen in den Schulunterricht, aber es ging auch um sozusagen alltägliche Formen der Diskriminierung, wie zum Beispiel Zugang zu Campingplätzen und eine generelle Forderung, nicht permanent von Polizei kontrolliert zu werden. Also auch solche Art Forderungen haben bei dieser Kundgebung Eingang gefunden. Ich habe noch ein drittes Bild dabei, eine der prominenten Rednerin, das ist Simone Weil. Sie war damals sie war Präsidentin des Europäischen Parlaments, selber jüdisch-französische Überlebende, und sie hielt eben eine der vielen Gedenkreden bei dieser Veranstaltung. Diese Öffentlichkeit, die damals erstmals geschaffen wurde und auch wahrgenommen wurde, hatte auch sofort eine kleine Folge sozusagen, denn 2 Wochen später, im Dezember, gab es im Bundestag einen Beschluss, und zwar verhandelte man die Beantragung einer sogenannten Beihilfe, mit der in Form einer Härteregelung nochmal die Chance geschaffen werden sollte, Entschädigungsgelder zu beantragen, da bis dahin eben die allermeisten leer ausgegangen waren. Diese Gedenkpraxis, Orte zu wählen, an denen das Thema nicht ignoriert werden kann, die zeigte also Wirkung, und diese Praxis wurde in der Folgezeit auch fortgeführt, zum Beispiel an der KZ-Gedenkstätte in Dachau, das war ein Jahr später, Ostern 1980. Dort organisierte man einen 2-wöchigen Hungerstreik. Das war eine kleinere Gruppe, darunter waren auch Überlebende von Konzentrationslagern. Und diese Gruppe forderte Auskunft über den Verbleib der Akten des SS-Reichssicherheitshauptamtes, weil eben bekannt geworden war, dass genau diese Akten, also von den Nazis angelegte Akten, in Wiedergutmachungsverfahren aufgetaucht waren, obwohl bislang immer behauptet wurde, diese Akten würden nicht mehr existieren. Man forderte darum eine moralische Wiedergutmachung in Form einer offiziellen Entschuldigung des bayerischen Innenministers Georg Tandler für das Wirken der Bayerischen Landfahrerzentrale, die bis in die 60er Jahre hinein aktiv war. Und diese Aktion erhielt überaus viel mediale Aufmerksamkeit. Also das ging wirklich durch die Presse, sowohl Print als auch Fernsehen. Woraufhin sich dann die bayerische Regierung doch zumindest genötigt sah, mal irgendwie zu reagieren. Und es wurde zugegeben, dass der Abbau von Diskriminierungen noch nicht erreicht wurde, jedoch gab es keine Entschuldigung. Und hier die Erklärung, das Gesetz, für das man sich hätte entschuldigen sollen, also die Landfahrerordnung, war ja ein Gesetz, das seinerzeit demokratisch und rechtsstaatlich erwirkt war. Und von daher sah man eben keinen Grund dafür, sich zu entschuldigen. Was auch noch interessant bei diesen Dachau-Protesten ist, dass die Form der Proteste, also eine Demonstration, ein Hungerstreik an einer KZ-Gedenkstätte, das wurde von dem zuständigen Ministerium, also Dachau obliegt dem Bayerischen Ministerium für Denkmäler, irgendwie so. Die haben gesagt, dass aktuelle Forderungen an einer Gedenkstätte absolut nichts verloren hätten. Also eine Gedenkstätte dient reinen Gedächtnisfeiern. So. Okay, ich gehe weiter in die 80er Jahre hinein und will mich nun auf eine weitere Gedenkstätte beziehen, und zwar die KZ-Gedenkstätte Neuengamme, die gleich mehrmals Austragungsort von erinnerungspolitischen Aktionen wurde. Akteur ist nun eine andere Gruppe, die
unabhängig vom Zentralrat sich Ende der 70er Jahre gegründet hat, eine Hamburger Roma-Vertretungsorganisation, die Rom- und Sinti-Union. Vielleicht kurz zur Erklärung, weil Neuengamme oft nicht sehr bekannt ist. Das KZ Neuengamme war zwischen 1938 und 1945 das größte Konzentrationslager in Norddeutschland. Etwa 100.000 Gefangene waren Häftlinge in diesem Konzentrationslager. Das Konzentrationslager hatte 87 Außenlager, eben auch verteilt auf ganz Norddeutschland. Und etwa die Hälfte der Gefangenen hat dieses Lager nicht überlebt. Einfach auch drei Bilder mitgebracht. Das ist das 1965 errichtete Mahnmal mit einer Skulptur. Und so sieht die Gedenkstätte heute aus, allerdings erst seit 2005. Denn bis 2003 bzw. 2006 waren auf dem gesamten zentralen Gelände, also dort, wo sich das Schutzhaftlager, der Appellplatz, die Häftlingsbaracken befanden, war eine Strafvollzugsanstalt der Hansestadt Hamburg. Die ist 1948 errichtet worden und ein weiteres Gefängnis ist 1970 errichtet worden. Gut, zurück. Worum ging es bei diesem ersten Protest in Hamburg? Die Hamburger Kriminalpolizei hatte, wie auch andere Städte, in der Nachkriegszeit ein Fachdezernat. Und dieses Fachdezernat war tätig als Sammel- und Auswertungsstelle für Nachrichten über Landfahrer, also das ist die Eigenbeschreibung. Dieses Fachdezernat verfügte über Akten, die Genealogien zum Teil aus der Vorkriegszeit enthielten. Und diese Akten wurden, das mag auch im Zusammenhang mit den Protesten in Dachau stehen, 1980 ans Staatsarchiv übergeben und nun unter dem Verweis auf Datenschutz unter Verschluss gehalten. Die Rom und Sinti, Rom und Sinti Union, also RCU, die kämpften monatelang um Herausgabe der Akten, denn sie wollten mit diesen Akten arbeiten, sie wollten Namen von Tätern aus diesen Akten entnehmen und so eben auch Personen an den Verantwortlichkeiten der Verfolgung arbeiten, wurde aber eben nicht gestattet, also der Verweis auf Datenschutz. Und das war eine Debatte, die erst über Gespräche, über Medien geführt wurde. Eine Debatte, die durchaus Öffentlichkeit erlangte, eben weil in dieser Aushandlung eben antiziganistische Politik der sogenannten Zigeunerverfolgung, also dieser Zusammenhang sehr deutlich wurde. Letztlich erst, als dann die Rom- und Sinti-Union zu einem eintägigen Hungerstreik an der KZ-Gedenkstätte Neuengamme aufrief, diesen auch symbolisch antrat, erst an diesem Punkt, als sie also die Gedenkstätte betraten mit diesem Thema, mit dieser Forderung, hatten sie Erfolg und die Hamburger Politiker lenkten ein und man wollte sich nun eben einigen. Es kam dann auch zur Durchsicht der Akten, genau das war auch das Ziel der Rom- und Sinti-Union, sie wollten an diesen Akten arbeiten und man stieß auf einen Namen, auf den Namen einer Person, von der sich herausstellte, dass sie noch lebte und dass sie auch in Hamburg lebte. Und zwar handelt es sich um Ruth Kellermann. Ruth Kellermann war von Oktober 1938 bis Juli 1939 direkte wissenschaftliche Mitarbeiterin von Robert Ritter in der rassehygienischen und kriminalbiologischen Forschungsstelle. Gehörten anthropologische Forschungen an Zigeunern, also ihrem damals im KZ Ravensbrück, zu ihren Aufgabenbereichen. Ab 1939 ging sie dann nach Hamburg. Sie war nun weiterhin freie Mitarbeiterin der rassehygienischen Forschungsstelle und arbeitete nun hier weiterhin der Hamburger Kriminalpolizei zu
und nach Kriegsende übergab sie ihr Forschungsmaterial auch wiederum, also sie gab das der Kriminalpolizei. Kellermann gehörte auch zu denjenigen, die in Wiedergutmachungsverfahren als Gutachterin herangezogen wurde und führte ansonsten im Prinzip ihre wissenschaftliche Arbeit in der Anthropologie fort. 1984, also in dieser Zeit direkt nach dem Hungerstreik in Neuengamme und der Durchsicht der Akten, erwirkte dann die Roma-Organisation auch eine Strafanzeige gegen Kellermann, und zwar auf Beihilfe zum Mord. Die Ermittlungen verliefen aber zunächst sehr schleppend. Am 21. November 1985 passierte dann etwas Überraschendes, denn Dr. Ruth Kellermann, inzwischen Mitarbeiterin des Frauenbildungszentrums Hamburg, war öffentlich geladen zu einer Veranstaltung im Museum für Hamburgische Geschichte. Sie sollte referieren über Frauenarbeit im 19. Jahrhundert. Und bei dieser Veranstaltung kam es zu einem Eklat. Mitglieder der RCU, der Roma-Organisation Rom und Sinti-Union, zusammen mit Mitgliedern des Jüdischen Kulturzentrums Berlin kamen ins Museum, um den geplanten Ablauf zu stören. Also sie wollten die Rednerin und vor allem das Publikum mit der Geschichte von Frau Kellermann konfrontieren. Und die Situation eskalierte, als eine Überlebende, Giovanna Steinbach, also die Frau links auf dem Bild, eben unmittelbar Ruth Kellermann entgegentrat und ihr ins Gesicht spuckte, da sie im KZ Ravensbrück unmittelbar mit Kellermann zu tun hatte. Also sie erkannte sie wieder. Ruth Kellermann reagierte auf diese Veranstaltung damit, beziehungsweise auf ein Flugblatt, das bei der Veranstaltung verteilt wurde, mit einer Verleumdungsklage. Und es kam zur Verhandlung um den Vorwurf der Verleumdung, und in der Urteilsbegründung bekam die Klägerin tatsächlich aber nur in 3 von 10 Unterlassungsanträgen Recht. Und in der Begründung heißt es, das will ich zitieren: Nach Überzeugung der Kammer war die Antragstellerin während der Zeit von 1938 bis zum Kriegsende in einem Bereich tätig, in dem ihre Arbeit zumindest dazu beigetragen hat, die Verfolgung und Vernichtung der Zigeuner zu ermöglichen. Auch wenn die Antragstellerin zu Beginn ihrer Tätigkeiten nicht im vollen Umfang die verbrecherischen Absichten der politischen Führung und ihrer Vorgesetzten erkannt und überblickt haben mag, wird sie doch aufgrund ihrer Stellung, ihrer Ausbildung und den ihr wie jedermann zugänglichen Quellen zumindest im Verlauf ihrer Arbeit erkannt haben müssen, dass sie Zuarbeit für die spätere Vernichtung der Zigeuner geleistet hat. Für den Sprecher der Rom- und Sinti-Union, Rutko Kawczynski, hatte damit, und das ist auch ein Zitat, zum allerersten Mal ein Gericht den Kausalzusammenhang zwischen den Schreibtischtätern und den KZ-Mördern erkannt. Ein halbes Jahr später wurde jedoch in einer Revisionsverhandlung vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht entschieden, dass Kellermann nicht einmal mehr die mittelbare Täterinnenschaft vorgeworfen werden könnte. 1989 wurden alle Ermittlungen eingestellt, die aufgrund der Strafanzeige der RCU angestrengt worden waren. Hierzu gab es keine weiteren öffentlichen Stellungnahmen, und die betroffene Gruppe, also diejenigen, die überhaupt diese Ermittlungen angestoßen hatten, wurden auch überhaupt nicht informiert. Gleichzeitig befand man sich just 1989 in Hamburg erneut mitten in einer erinnerungspolitischen Auseinandersetzung mit den Roma-Aktivistinnen. Und auch hier wurde die KZ-Gedenkstätte Neuengamme wieder zur Bühne von Protest und Auseinandersetzungen. Diese Protestkampagne wurde ausgelöst oder bekam so eine Verstärkung im Herbst 1988,
als nämlich zwei Roma-Familien die Aufforderung zur Abschiebung nach Jugoslawien erhielten. Der Tag der Abschiebung war datiert auf den 9. November 1988, also just dem Tag, an dem man auch gerade 1988 erst so anfing zu gedenken. Also es sollte eine Gedenkveranstaltung, also auch in Hamburg äußerte man sich zu diesem Datum, das Datum der Reichspogromnacht. Und was natürlich ein Zusammenhang war, den die Aktivisten dann auch bekannt machten. Höhepunkt der damaligen Kampagne es ging um ein Bleiberecht für die betroffenen Familien, die beiden Familien, die nach Jugoslawien abgeschoben werden sollten. Es ging aber generell um ein Bleiberecht für Roma. Also man forderte schlicht, wir alle Roma haben ein Recht, hier bleiben zu dürfen, wo wir uns sicher fühlen. Und der erste Teil dieser Kampagne, der die Gedenkstätte einbezog und dazu auch dieses Foto, war ein zweiwöchiger Hungerstreik im Dokumentenhaus der KZ-Gedenkstätte Neuengamme. Also es ist damals so ein kleines Museum-Dokumentenhaus gewesen. Auf den Transparenten steht keine Abschiebung, Recht auf Asyl. Das war im Februar 1989. Man brach den Hungerstreik nach zwei Wochen ab, nachdem die Regierung in Hamburg zunächst ein halbes Jahr, um eine Lösung zu finden. Das war sozusagen das Angebot. Als dann keine Lösung gefunden wurde, begann die Gruppe erneut im Sommer an der KZ-Gedenkstätte Neuengamme ihre Kampagne fortzusetzen, und zwar nun mit einer mehrwöchigen Besetzung der Gedenkstätte, an der fast 500 Personen beteiligt waren. Diese Besetzung wurde am 2. Oktober 1989 durch eine polizeiliche Räumung beendet. Doch auch diese Proteste zeigten Erfolg. Später wurden die beteiligten Familien legalisiert und leben bis heute in Hamburg. Allerdings, das war Teil einer Vereinbarung, eines Deals, durfte dieser Erfolg nicht öffentlich werden. Also die Kampagne, die Proteste brachen dann eben ab im November 1989 und wurden an anderen Orten weitergeführt. Auch auf den Transparenten während des Hungerstreiks, also das Foto vorher, tauchten nun wieder Parolen auf, die eben diesen eindeutigen Zusammenhang herstellen. Dieselbe Parole, das ist ja gar nicht auf diesem Foto. Ich habe kein Foto von dieser Parole, aber die war auch in dieser Kampagne häufig benutzt, eben in Auschwitz vergast, bis heute verfolgt. Und die Gedenkstättenbesetzung, die im Sommer Ende August begonnen wurde, am 29. August, auch die eröffnete mit einem erinnerungspolitischen Motto, mit einem geschichtspolitischen Zusammenhang sozusagen, der da eindeutig gesetzt wurde. Am 29. August 1942 meldeten die Befehlshaber der deutschen Besatzungsmacht in Jugoslawien, Serbien, einziges Land, in dem Juden- und Zigeunerfrage gelöst. Ich denke, Sie kennen dieses Zitat. Es stammt vom kommandierenden General Dr. Harald Turner. Auch die Gegenseite in diesem Konflikt, also der Hamburger Senat, bemühte sich um erinnerungspolitisches Vokabular, und als es zur Räumung kam, gab es auch eine Erklärung zur Räumung, und ich zitiere daraus: Auch und gerade angesichts der deutschen Verantwortung für das, was in der NS-Zeit geschah, ist die Instrumentalisierung einer Gedenkstätte zur Ausübung massiven Drucks auf diesen Staat unzulässig. Sie ist Missbrauch, der nicht geduldet werden kann. Das Leid der Roma und Sinti in der NS-Zeit berechtigt nicht zu rechtswidrigen Handlungen heute. Die Initiatoren dieser Besetzung versuchen,
die kollektive Scham der Deutschen für ihre Public Relations-Zwecke zu missbrauchen. Während also auf der einen Seite direkte Bezugnahme auf historische Ereignisse stattfand und die Abschiebungen von Roma-Flüchtlingen in Kontinuität und zum Teil auch in direkten Vergleich mit dem mörderischen Antiziganismus des Nationalsozialismus gestellt wurde, argumentierte die andere Seite ja mit deutscher Verantwortung für den korrekten Umgang mit der Erinnerung, Missbrauch bzw. Instrumentalisierung von Kollektivscham. Die Rom- und Sinti-Union indessen beharrte darauf, dass doch gerade der jahrzehntelange Umgang der Stadt Hamburg mit dem Ort des ehemaligen KZ Neuengamme, und damit ist eben genau das gemeint, was ich vorhin nur so ganz kurz schilderte, dass dort zwei Strafvollzugsanstalten eben bis 2003 auf dem Gelände, ja, das Gelände besetzt hielten, dass doch das die eigentliche Verhöhnung der Opfer sei und dies ein Missbrauch der Erinnerungen darstellte. Und auch eine wörtliche Äußerung aus dieser Zeit von dem Sprecher Rutko Kawczynski, er sagte, das Hausrecht an diesem Ort gehört allein den Opfern. Ja, wie gingen die Medien mit dieser Art von Aktion um? Auch hier nur ein ganz kleiner Einblick in die Debatte um die Neuengamme-Besetzung. Es funktionierte, das muss man zunächst sagen, also diese Art der Aktion war sehr medienwirksam, die Zeitungen schickten ihre Fotografen, Kameras, also es wurde mit Interesse aufgenommen, was eben dort passierte. Allerdings dominierten in Zeitungsberichten die über die Besetzung bzw. die Besetzung im Sommer berichteten Szenen, die sozusagen so eine Art Lagerleben einfingen. Also es kamen immer wieder Abbildungen mit vielen Kindern, mit Zelten, mit Lagerfeuern zum Einsatz und mitunter auch so ganzseitige Fotodokumentation, damit sich die Leser und Leserinnen auch so richtig ein Bild machen konnten, was von diesen Aktionen. Und darauf zu sehen sind dann auch folgende Motive, zum Beispiel ein Gruppenbild von großen Familien, wieder viele Kinder, eine Szene, bei der ein Mann einem anderen auf der Wiese die Haare schneidet. Und in einem Artikel in der Morgenpost, also einer Hamburger Zeitung, finden sich auch solche Fotos und die wurden untertitelt mit Lagerromantik, der Duft von Lagerfeuer und gebratenem Fleisch wabert über die Wiese hinter dem ehemaligen Klinkerwerk, also der Klinkerstein-Produktionsstätte des Konzentrationslagers, ein Gebäude, das noch weitestgehend erhalten ist. Auf der Wiese hinter diesem Gebäude war eben das Protestcamp. Weiter im Text, also dieser Zeitung, Frauen in bunten Röcken und schwarzhaarige, schnurrbärtige Männer, tobende Kinder, Kloakenatmosphäre. Vier Toiletten für 450 Roma und Sinti, Wäsche waschen in einem Bach, der zugleich Behelfstoilette ist. Also viele dieser Berichte kommen tatsächlich nicht ohne solche Art Erzählungen aus, die sehr intensiv bildhafte Assoziationen wecken. Es wurden immer wieder sehr stark Bilder eines vermeintlich sehr authentischen, freien, irgendwie wilden Zigeunerlebens transportiert, das nun eben hier einfach mal zufällig unter ungewöhnlichen Bedingungen stattfindet. Also die Tatsache, dass das Protestcamp nicht irgendein Zeltlager ist, sondern das Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers von den Akteuren aus einem ganz bestimmten Grund für diese Form der Aktion gewählt wurde, das kippte dann schon gerne einfach mal wieder hinten runter und im Vordergrund stand dann eben diese Art der Romantik. Ja, ich will noch mal einfach kurz rück- und zusammenfassen von dem, was ich jetzt ja angesichts der Kürze auch einfach nur so kurz schlaglichtartig angerissen habe. Ein Kampf um gesellschaftliche und politische Anerkennung, also als Opfergruppe in Bezug auf den nationalsozialistischen Völkermord,
war nie zu trennen von einem Kampf, einem Eintreten um generelle Bürgerrechte. Also es ging immer auch gegen polizeiliche Repression, mit der die Menschen einfach immer auch, worunter sie litten, wogegen sie angehen mussten. Häufig war Thema Vertreibung von bestimmten Orten, Diskriminierungen bei der Job- und Wohnungssuche, also all diese alltäglichen Erfahrungen wurden letztlich nie getrennt in diesem Anerkennungskampf. Charakteristisch für die vorgestellten Gedenkpraxen ist, dass also immer eine Aktualisierung stattfindet, aber auch in der Bezugnahme auf die ausbleibende Verfolgung der Verantwortlichen und Täter, also die fehlenden Auseinandersetzungen mit den Strukturen und gesellschaftlichen Institutionen, die die Vernichtungspolitik an den Sinti und Roma hervorgebracht haben. Die symbolische Bedeutung der ehemaligen Konzentrationslager schien also in der entsprechenden gesellschaftlichen Situation, also wir sprechen ja, es sei erinnert, von der alten Bundesrepublik Deutschland, durchaus förderlich für die Forderungen der organisierten Sinti und Roma. Denn die erkämpften Errungenschaften zeigten tatsächlich, wenn auch nicht große, aber so doch zumindest immer momentane Wirkung oder Verbesserung. Die Ziele der Bürgerrechtsbewegung aus den 70er und 80er Jahren sind dahingehend erfüllt worden, dass die Opfergruppe Deutscher, Sinti und Roma, möchte ich nochmal betonen, einen Platz im Erinnerungskanon der Bundesrepublik zugewiesen bekommen hat und sich das auch durchaus in regionalen Initiativen, in Schulprojekten, in verschiedenen Recherchen niederschlägt. Wobei das sicherlich die Verbindung auch sehr viel vielschichtiger ist, also nicht die offizielle Gedenkkultur bedingt lokale Initiativen, häufig war es ja andersrum. Allerdings sind eben auch vielfach in Rhetoriken des Gedenkens antiziganistische Konstruktionen der Roma als einer homogenen Gruppe mit zugeschriebenen Eigenschaften, mit charakterlichen Dingen, die man eben zu erkennen glaubt. Auch sowas taucht in Gedenkrhetoriken auf. Und deswegen denke ich eben auch, dass auch gerade dieses offizielle Gedenken weiterhin sehr kryptisch bis skeptisch wahrgenommen werden muss. Es also weiterhin darum gehen muss, eine emanzipative Form des Erinnerns zu finden, eine Form des Erinnerns, die Ursprünge, Gründe, aber auch eben die Aktualität des Antiziganismus erklärt, die Zusammenhänge aufzeigt und die vor allem unbedingt zum Ziel haben sollte, ihn auch zu bekämpfen. So viel von mir.